This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar TradeStation für Interactive Broker. Gab ja schon ein paar Veranstaltungen vorab. Die Aufzeichnung dazu, das vielleicht als Info zu Beginn, finden Sie alle auf YouTube. Kann Ihnen den Link dann auch in die Chat-Funktion mit reinstellen. Dann haben Sie die Möglichkeit, es jederzeit dementsprechend sich mit anzuschauen. Ja, mein YouTube-Channel, vielleicht erstmal zu meiner Person, Christian Walter, finden Sie auch viele andere Videos zur TradeStation, zu Interactive Broker, vielleicht auch zu einer oder anderen Strategie. Und ja, hier sehen wir im Prinzip die letzten drei, das ist, und letzten vier kann man sagen, das eine geht dann eher um die Installation, wenn man wirklich die TradeStation verwenden will, was die Möglichkeiten anbelangt und ja, wie man das Ganze schlussendlich dann auch für sich nutzen kann. Ich denke, interessant sind die letzten drei, dementsprechend Einführung in die TradeStation, so ein kurzes Video von 15 Minuten, wo es allgemein um die Bedingungen, um die Kosten geht, um die Märkte, die verfügbar sind. Also alle die Fragen, die natürlich regelmäßig wieder auftreten, die können Sie alle in der Form sich dann hier anschauen. Und in den zweiten und letzten zwei, die dann circa eine Stunde gehen, ging es dann natürlich um die Anwendung, um Möglichkeiten, wie kann man das Ganze für sich selbst dann auch ein Stück weit nutzen. Ich selber komme jetzt aus dem Optionshandel, vielleicht noch ein paar Sätze zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Christian Walter, bin jetzt für TradeStation. Wir haben Support schon seit 2005, 2006 tätig, kennen die Plattform schon 14 Jahre mittlerweile. Jetzt neuerdings gibt es sie auch für Interactive Broker in ja, einer einfacheren Version, will ich mal sagen. Es sind nicht alle Tools mit enthalten. Es werden aber hier sukzessive dann bei den nächsten Updates immer wieder neue Funktionen mit hinzukommen, sodass Sie sich im Prinzip dann auch ja, selbst im Optionshandel auf die Tools wie eine Option Station Pro freuen können, die natürlich zur Auswertung für einen Optionshandel einen riesengroßen Mehrwert bringt zu der ja, normalen Variante, wie Sie es vielleicht von Interactive Broker kennen. Alles andere, wie gesagt, Fragen gerne jederzeit über die Chat-Funktion und wir können natürlich dann auch im Anschluss oder am Ende dann natürlich noch auf Fragen eingehen, aber sonst auch gerne jederzeit Ihre Fragen zwischendurch. Ich hoffe, der Ton ist soweit in Ordnung. Bei mir wird eigentlich alles angezeigt, dass es passen sollte. Und wenn irgendetwas nicht stimmt, dann einfach, wie erwähnt, kurz Ihre Fragen in die Chat-Funktion mit reinstellen. Ja, das sind die letzten Aufzeichnungen. Ansonsten können wir soweit starten. Vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge zu Beginn. Hat es beim letzten Mal schon angesprochen, dass wir regelmäßig auch neue Termine hier noch mit zur Verfügung stellen wollen. Die finden Sie natürlich hier auf der Seite tradestation.tradevola.com, wo wir dann am 19., sprich dann am Montag müsste das Ganze sein, 16 Uhr mit dem nächsten Webinar weitermachen, dann haben wir den 21. noch 20 Uhr, versuche auch die Zeiten ein Stück zu variieren, dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, auch zu anderen Zeiten das Ganze im Handel mit nachzuvollziehen. Heute haben wir den Schlusshandel, das heißt in Amerika ist ja dann 21 Uhr schon der Markt zu Ende aufgrund der Zeitverschiebung, die jetzt letzte Woche oder Wohnumstellung, Zeitumstellung, besser gesagt, auf Sommerzeit schon stattgefunden hat, haben wir quasi zwei Wochen immer im März, wo wir von 14:30 bis 21 Uhr im Handel aktiv sind und somit, wie gesagt, hier dann am 19. das Ganze auch mal zu Beginn des Handels mit betrachten können. Und ganz wichtig, das wird meine Kollegin dann höchstwahrscheinlich morgen durchführen, Ihnen auch mal so eine Timeline zu geben, weil die Frage kam natürlich sehr, sehr häufig. Was sind denn die Themen? Sind die immer identisch? Wir versuchen hier
bei den Themen natürlich auch immer mal ein paar andere Dinge Ihnen mit an die Hand zu geben, sodass Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, ja, vom Thema zu wählen. Und was für Sie interessant ist, am letzten oder beim letzten Webinar ging es relativ viel um die Chart Analysis. Was für Möglichkeiten hat man im Chart? Welche Tools machen im Chart Sinn? Natürlich ist Chart Radarscreen sind die beherrschenden Themen. Diese zwei ja, Trading Tools, würde ich jetzt mal behaupten, sind auch der große Mehrwert. Können Sie sagen, gut, Chart habe ich überall, klar. Die Darstellungsform kann ich auch überall frei wählen, aber es gibt so ein paar Features, die jetzt in der Form nicht überall so einfach ja, mit einbindbar sind. Und da werden wir natürlich dann später auch noch mit drauf eingehen. Aber dass Sie einfach mal so einen Überblick haben, was für Themen dann in den einzelnen Terminen drankommen, werden wir Ihnen so eine kleine Timeline geben für die nächsten Wochen. Und natürlich gerne, das hatten wir schon am Dienst, nee, am Montag war es beim letzten Webinar, auch gerne Ideen, Vorschläge, was Sie jetzt interessiert. Sollte natürlich jetzt keine komplexe Strategie sein, die wir irgendwo hier programmieren, aber jederzeit ja, Zusammenspiel von Indikatoren, ob das jetzt im Radarscreen und Chart ist, können wir gerne aufbereiten. Ich hatte es auch mehrfach schon erwähnt bei den letzten Webinaren. Es sind die Tools, die ich hier zeige, natürlich für jedermann zugänglich, der das Webinar hier mit besucht hat. Das heißt, im Anschluss kann ich Ihnen, wer es wünscht, auch das Ganze zur Verfügung stellen. Und ja, ich sag mal, bei den Indikatoren ist es jetzt auch egal, ob Sie die TradeStation für Interactive Broker oder die ja, Standard TradeStation, will ich es mal nennen, aus Amerika nutzen. Die kann man überall einbinden bei den Indikatoren, spielt es keine Rolle. Bei den Workspaces ist es natürlich immer notwendig, dann auch die gleiche Version zu haben. Ja, das mal soweit dazu. Wer das Ganze mal live vor Ort sehen will, wir haben noch drei Termine. Ich glaube, in Potsdam sollte dann im Mai noch einer dazukommen. Das ist zweimal noch im Trader Hotel. Der eine jetzt schon in anderthalb Wochen am 24. März und am 17. Juni, wobei am 17. Juni hatte ich jetzt erfahren, dass glaube ich auch Länderspiel da WM ist. Also müssen wir mal schauen, ob wir den am 17. Juni dann auch wirklich stattfinden lassen. Aber die 24. März und 14. April, die sind soweit sicher. Aber ich glaube, die Infos, die Links haben Sie auch in der letzten E-Mail sofern mit erhalten. Was noch für Sie wichtig ist, das wäre ja die Seite tradestation-international.com, wo quasi alle Informationen zum neuen Produkt, zur Plattform und auch dann zur Einbindung Interactive Broker mit Gebühren, mit allem, was im Endeffekt jetzt für einen Einstieg wichtig ist, mit dargestellt wird. Es ist auch ganz einfach, wenn man schon ein Konto hat bei Interactive Broker, die TradeStation hier mit einzuschließen. Das, wie gesagt, können wir Ihnen auch gern per E-Mail zuschicken. Das ist in der Kontoverwaltung recht leicht auswählbar. Und ich hatte es auch beim letzten Mal schon erwähnt. Wenn Sie auf irgendeinem anderen Broker, ja, sogenannten Introducing Broker arbeiten, wie CapTrader, Lynx, wie sie alle heißen, ist es auch sehr, sehr einfach möglich, das Ganze mit TradeStation zu verknüpfen, weil TradeStation ja im Endeffekt nichts anderes ist, wie es CapTrader oder Lynx macht, nur dass die natürlich viel höhere Gebühren hier haben und jetzt eigentlich außer den deutschen Support keinen wirklichen Mehrwert zur Plattform bieten. Da ist es bei TradeStation jetzt etwas anders. Der Mehrwert besteht darin, dass wir natürlich hier über die Plattform einiges, ja, einiges weiteres nutzen können, und das natürlich egal, auf welchen Märkten Sie in der Form aktiv sind. Das soll es mal soweit zur Einleitung sein, zu den Möglichkeiten, weitere Informationsquellen. Wenn Sie die Links, wie gesagt, benötigen, schicke ich sie oder füge ich sie gerne in die Chatfunktion ein. Ansonsten kann man es natürlich dann auch in der Aufzeichnung später jederzeit sehen. Die werde ich dann morgen Vormittag noch hier über YouTube mit hochladen, dass Sie auch das heutige Webinar dann über YouTube mit nachvollziehen können. Das mal soweit von meiner Seite zur Einleitung, zu den nächsten Terminen, zu den Veranstaltungen fort. Jetzt wollen wir einmal auf den anderen Bildschirm gehen, in die Plattform selbst. Da gab es ja beim letzten Mal schon so ein paar Anfragen, ein paar Ideen. Deswegen heute ja das übergeordnete Thema der Radarscreen. Habe es heute nicht ganz geschafft, hier den kompletten S&P 500 einzuspielen, aber mal so ein paar Werte. Es geht ja im Grundlegenden eigentlich darum, die Vorgehensweise etwas besser kennenzulernen, des Radarscreens. Wir hatten da jetzt letzte Woche auch schon mal ein paar einfache Funktionen mit gezeigt,
Denke, den meisten sollte es auch bekannt sein, wenn man hier nach einer gewissen Spalte sortieren will, können wir das hier über das Volumen machen. Sehen natürlich nicht erstaunlich, Apple, die Aktie, die heute mit dem größten Volumen hier auffällig ist, mit einem einfachen Doppelklick, vielleicht nehme ich erstmal eine andere Farbe, mit einem einfachen Doppelklick können Sie das jederzeit hier dann dementsprechend danach sortieren. Symbolik selbst komme ich auch gleich dazu. Apple, wie gesagt, mit 15 Millionen mit weitem Abstand der Wert, der jetzt von den Titeln, die ich hier eingefügt habe, am meisten gehandelt wurde. Das Gleiche können wir natürlich nach prozentualer Veränderung durchführen, wo wir sehen, welche Werte am stärksten gestiegen oder gefallen sind. Da haben wir heute einen Pharma-Titel ganz oben, ALXN. Wird vielleicht vom Symbol jetzt nicht unbedingt jedem etwas sagen. Deswegen versuchen wir jetzt mal diesen Standardaufbau, den wir beim Radarscreen jetzt sehen. Also sobald Sie hier aus den Trading-Apps den sogenannten Radarscreen öffnen, ist das die Standardanordnung. Das heißt, wir haben Minutenintervall 5 Minuten, Last Net Change, Net Prozent Change, Bid Ask, High Low und Volumen Today. Das sind natürlich jetzt welches Zeitfenster Sie hier wählen. Das heißt, ja, Entschuldigung für die kurze Tonunterbrechung, welches Zeitfenster Sie wählen. Ich würde jetzt mal auf den Daily-Bereich gehen. Das kann man natürlich, wenn man kurzfristiger arbeiten will, auf jedem anderen Bereich genauso durchführen. So, das Erste. Da sehen Sie, Daily-Bereich ist natürlich jetzt in der Form nur dann wichtig, wenn wir auch Indikatoren drin haben. Also Sie sehen, die prozentuale Veränderung des Volumens wird sich jetzt nicht ändern, wenn ich jedes Zeitintervall in der Form verändere, sondern das kommt natürlich jetzt auf die Spalten, die wir einmal einfügen, mit an. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon relativ häufig auf Standardindikatoren gesprochen, wie RSI und wie, ich glaube, MACD hat man auch mal ganz kurz mit ein paar Durchschnittslinien angesprochen. Zuerst einmal, was ich immer ganz interessant fände, wenn man es jetzt nicht kennt, vielleicht noch eine kurze Beschreibung der Titel drin, ist vielleicht gerade für die Vielzahl von Werten, die Sie ja bei Interactive Broker handeln können, wichtig, weil schnell hat man mal statt die Aktie vielleicht das CFD angeklickt oder auch, ja, irgendein anderes Produkt auf den Wert. Bestes Beispiel ist, glaube ich, hier die Symbolik ADS. Wenn man es nicht aus Amerika nimmt, kriegt man hier auch mal den deutschen Wert Adidas angezeigt. Also deswegen ist es, denke ich mal, immer hilfreich, da auch eine Beschreibung mit drin zu haben. Das nehmen wir mal raus. Das können wir jetzt ja, hier mit einfügen. Da sieht man, was für Titel jeweils hier hinterlegt sind. Kann rein theoretisch das auch alphabetisch sortieren, aber ich denke, das sind jetzt Spielereien, die können wir mal weglassen. Ja, dann gehen wir weiter. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Wir haben letzte Woche ja auch über die Alarmfunktion gesprochen. Die soll natürlich heute auch ein besonderer Bestandteil sein. Nehmen erstmal Bid Ask High Low raus. Ich denke mal, dass der Form jetzt für uns hier nicht entscheidend. Bid und Ask möchte ich dann sehen, wenn ich den Wert handle, wenn ich mir einen Wert ausgesucht habe. Das können wir in der Matrix prüfen. Tageshoch, Tagestief. Ja gut, das sehe ich im Chart, sehe ich auch in der Matrix. Aber hier im Radarscreen bringt es mir jetzt auf den ersten Schritt vielleicht keinen Mehrwert. So, da haben wir einen Indikator, den ich Ihnen auch gern mit zur Verfügung stellen würde. Das ist hier, wir haben es mal TV Alert RS genannt, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man gewisse Grenzen einstellen kann, gewisse ja, Werte, ab wann ein Alarm erzeugt werden soll. Hier ist es nicht so, dass wir irgendwelche Grenzen vordefiniert haben, sondern hier in der Form ist es so, dass wir sogenannten Alert an Durchschnittslinien festmachen. Und der Klassiker,
war auf eine Anfrage von einem Kunden. Ist ein ganz interessantes Tool, auch grafisch finde ich recht flexibel gehalten. So, mal schauen. Jetzt haben wir es natürlich nicht eingefügt. TV Alert RS. Dann war natürlich noch ein Vorschlag von einem Teilnehmer. Das wollen wir auch nicht außen vor lassen. Da ging es um den Indikator. Ja, der so ein Stück weit das Überkaufte oder Überverkaufte misst, den wollen wir auch mal hier mit hinzufügen. CCI. Ich denke, da haben wir jetzt schon mal zwei Werte, die beim letzten Mal jetzt noch kein Thema waren und würde erstmal die ganz gern jetzt hier mit auswerten. Nehmen wir mal die Werte, wo jetzt erstmal auch Zahlen kommen. Das heißt, hier ist natürlich auch wichtig, das hat es beim letzten Mal erwähnt, dass wir überall die Realtime-Daten abonniert haben. Das ist jetzt hier beim Test-Account noch nicht der Fall. Sieht man an dem D in Klammern, das steht immer für die Late-Data. Aber Sie sehen, die Werte im Radarscreen werden sukzessive geladen. Ansonsten ist immer eine Hilfe, wenn es in irgendeiner Form mal ein Problem gibt, hier in diesem Zwischenraum zwischen der 1 und dem Symbol, ganzen Radarscreen markieren. Mit Steuerung R können Sie in der Form dann auch ihm zum Neuladen zwingen. Und ja, er holt sich dann die Informationen. Da gibt es auch noch ein paar Tricks. Der Radarscreen ist ja ein sogenannter Realtime-Scanner oder Realtime-Scanning-Tool, wo es dann durchaus auch mal sein kann, dass in der Form ja ein paar Werte zurück, gerade wenn man auf Tagesbasis arbeitet, dann noch mit angefragt werden müssen. Das ist über die Einstellung dann möglich. Aber das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Jetzt haben wir natürlich genau den falschen Indikator gewählt, aber macht nichts. Wir wollten natürlich nicht TV-ATR-RS. Das zeigt ja nur die durchschnittliche Range und wie ist die Kerze heute im Vergleich zu den letzten Tagen ausgeschlagen. Das ist aber jetzt für den Radarscreen auch ein ganz interessantes Tool. Lassen wir mal mit drin. Mir ging es ja um den Wert TV-Alert-RS-MA. MA steht für Moving Average und das war, wie gesagt, ein Tool, was ja speziell jetzt auch auf Anfrage von einem Teilnehmer programmiert wurde. Und vielleicht kurz zur Erklärung, bevor wir in die automatische Signalgebung dann auch ein Stück weiter reingehen wollen. Zur Erklärung, wie hängt das Ganze hier zusammen? Da ist es so, dass wir, ja, ich kann es vielleicht mit der Farbe dann noch markieren, dass Sie es auch sehen, dass wir hier erstmal den Schlusskurs haben. Den haben wir natürlich überall mit dargestellt, das ist jetzt nur für den Vergleich. Und dann habe ich hier vier verschiedene Durchschnittswerte, die ich mit verwenden kann oder die ich hier mit anzeige. Das ist ja einmal der schnelle Moving Average, dann haben wir Mittelwert und zwei langsame, habe ich jetzt mal bezeichnet. Im Prinzip sind das Werte, die können wir hier selbst definieren über die Inputs. Die Inputs kann man auch relativ einfach abfragen. Es ist alles immer mit einem Rechtsklick durchzuführen. Da sehen wir hier die Längen 15, 20 und 50. Kann man natürlich jederzeit verändern. Das sind die jeweiligen Inputs zur Berechnung der Durchschnittslinien. Und ich will eigentlich nur mal, dass Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist. Also das ist natürlich jetzt das Banalste, wo viele drauf schauen. Aber Sie können das mit jedem beliebigen anderen Indikator machen, den Sie vielleicht sonst im Chart verwenden, wo Sie einfach sagen, ja, wenn ich das auf 200, 300 oder 1000 Werten parallel durchführen kann, dann bringt das ja mir einen Mehrwert, weil dann sehe ich, bei welchen Werten passiert denn gerade was Interessantes, wo lohnt sich's denn? Und ich denke, gerade wenn wir über Aktien sprechen, in Amerika sind es ungefähr 8000 Aktien, wenn man die OTC-Produkte außen vor lässt, die handelbar sind, die kann man nicht alle im Chart irgendwie durchklicken. Das ist ja völlig klar. Wenn man natürlich jetzt zwei, drei Titel hat, auf denen man nur arbeitet, dann spielt der Radarscreen eher eine untergeordnete Rolle. Aber selbst im Future- oder im Forex-Bereich, wo man ein paar mehr Werte hat, ist es ganz interessant, dann Signale oder gewisse Einstiegsniveaus hier im Radarscreen zu lokalisieren. Und ja, wie funktioniert das? Wir haben es hier mal vorbelegt mit den Längen und dann haben wir hier die Alarmfunktion. Die Alarmfunktion hatte ich beim letzten Mal auch kurz vorgestellt. Nur zur Erläuterung, wir können uns, wenn etwas passiert, den Alarm anzeigen lassen und können auch den Alarm beliebig belegen. Das heißt,
Hier über Use Custom Settings mache ich jetzt mal nur dieses Audio und Visuelle. Audio kommt den Sound, den kann ich auch selbst belegen. Rein theoretisch, wenn Sie verschiedene Alarmfunktionen haben, können Sie auch für jeden beliebigen Alarm eine einzelne Melodie, Ton, was auch immer einstellen. Somit können Sie schon an Ton erkennen, aus welchem Workspace, aus welchem Indikator vielleicht eine Strategie kommt. Und Sie können auch eigene Melodien hier einspielen. Also das ist dann aber alles eine Spielerei, die wollen wir jetzt hier nicht im Detail besprechen. Das können Sie ja dann auch selbstständig mal durchprobieren. Pop-up-Fenster kann man zeitlich noch einstellen, hatte ich letztes Mal kurz gesagt, ist ganz interessant, wenn man vielleicht das nur im Hintergrund laufen lässt, E-Mails bearbeitet, irgendwas anderes bearbeitet, kommt dieses Pop-up-Fenster dann in der Mitte des Bildschirms und mit einem Klick sind Sie sofort in dem jeweiligen Workspace, wo das Signal generiert wurde. Also das ist auch ganz wichtig. E-Mail, ja, eher zu vernachlässigen ist nur, wenn man zu Hause einen Stand-PC hat und ja, von unterwegs jetzt über irgendwelche Werte benachrichtigt werden möchte, wo jetzt was passiert ist, dann kann man sich natürlich dann auch die E-Mail aufs Smartphone schicken lassen. Wir bestätigen das mal, gehen mal mit OK raus. Da sehen Sie, so sieht das Pop-up-Fenster aus. Das kommt natürlich auch, wenn ich die TradeStation im Hintergrund laufen lasse. Und dann sehen Sie, war vielleicht jetzt etwas schnell, aber mit dem Klick auf das Pop-up-Fenster komme ich genau in diesen Radarscreen wieder rein. Also er fährt die TradeStation in den Vordergrund. Und jetzt sieht es auch farblich schon mal ganz interessant aus. Wie ist das jetzt farblich zu erklären? Wir haben einfach eins gemacht. Wir haben gesagt, wenn, muss ich auch wieder in Zeichenfunktion rausholen. Deswegen habe ich den Wert hier mit drin gelassen. Wenn der Close-Kurs jetzt unter dem schnellen Moving Average liegt, was hier der Fall ist, das sieht man natürlich nicht, was hier der Fall ist, also 10,67 ist natürlich kleiner als 10,73, auch unter dem mittleren und so weiter wird das dann dementsprechend rot dargestellt. Liegt das Ganze überhalb dieses Wertes, wie wir es hier haben, 54,87, liegt über dem schnellen Durchschnitt, über dem mittleren, wird es grün dargestellt. Und natürlich nur, wenn alles, alle vier Längen in der Form passen, so wie es hier bei AMT ist. Also AMT hat jetzt auf Tagesbasis wohl einen relativ langen, guten Aufwärtstrend. Kann man schon mal davon ablesen. Dann gibt es auch das Signal. Das heißt, wir hatten genau jetzt bei AMT dieses Signal mit dem Pop-up-Fenster. Ich zeige es Ihnen auch gleich nochmal, sodass im Prinzip erstmal eine farbliche Gliederung ist. Und wenn, sage ich mal, alle vier Signale, alle vier Werte jetzt passen, genau dann wird das Ganze farblich für die ganze Zeile markiert und es kommt auch diese Alarmfunktion. Um die Alarmfunktion jetzt nochmal kurz mit aufzurufen, lade ich das einfach nochmal neu, wird natürlich, je nachdem wie Sie es eingestellt haben, ansonsten auch die Alarmfunktion immer wieder durchgängig aufploppen, sofern man das wünscht. Und hier sehen Sie AMT und ATS, ADS natürlich, sind die zwei Alerts gewesen. ADS, das ist genau das Gegenteil. Hier sind alle ja, Durchschnittswerte über dem Schlusskurs. Das heißt, ADS ist höchstwahrscheinlich stark gefallen. Und die zwei Werte sollten wir uns natürlich jetzt genau im Chart etwas genauer anzeigen. Interessant wäre vielleicht jetzt auch hier dieser Pharma-Titel. AlixN, weil der steht kurz davor. Lediglich der letzte Moving Average, der hier noch, mal schauen, in der Form noch fehlt. Aber gehen wir vielleicht erstmal auf AMT. Das Ganze ist hier mit, kleinen Moment, ist natürlich verlinkt. Wir haben hier oben die grüne Verlinkung, sodass wir mit einem Klick dann dementsprechend auch verschiedene Charts dazu anzeigen lassen können. Und den Wert jetzt vielleicht genauer zu analysieren, müssen natürlich jetzt in der Form dann auch hier die Durchschnittslinien mit einzeichnen, um das einfach mal im Chart auch zu überprüfen. Aber wir sehen, der Wert hat jetzt in den letzten Tagen, speziell in den letzten 8 Tagen, ganz guten Anstieg zu verzeichnen. Können wir vielleicht mal eins machen. Es gibt ja hier auch ein ganz banales Tool, Insert Analysis Technik. Dann nehmen wir Moving Average die drei Linien.
und sehen, ohne dass ich jetzt genau weiß, welche Längen Grundeinstellungen sind, dass es im Prinzip über allen drei Werten jetzt liegt. Wir können hier kurz reingehen. Format, hier haben wir jetzt 4, 9, 18, also 5, 10, 20 wäre das jetzt vielleicht ungefähr von denen, was wir vordefiniert haben und dementsprechend dann auch hier das Ganze farblich hinterlegt. Nehmen wir das andere Beispiel, ADS. ADS war ja jetzt ein Wert, der stark gefallen ist. Hier sehen wir es auch sehr gut. Schon sehr lange ein Abwärtstrend, immer mal wieder mit diesen kleinen Wellen. Also vielleicht auch eins machen, dass wir ein paar Dinge hier rausnehmen. Sie können natürlich auch jederzeit Tools hier verschieben und den Chart ein Stück in den Vordergrund rücken. So sieht es natürlich auch nochmal etwas eindeutiger aus, was den Verlauf dieser Aktie hier anbelangt. Und ja, wenn wir recht geben, wenn man natürlich jetzt hier 100 Charts durchklickt, um sowas zu prüfen, das ja, wird auf lange Zeit erstmal sehr uneffizient, weil Sie sehr viel Zeit dafür verwenden. Und Sie sollten sich einfach mal so Gedanken machen, wenn Sie auf mehreren Titeln arbeiten, wie kann ich denn vielleicht Dinge, die ich jetzt einzeln sonst im Chart prüfe, genau hier vereinfachen über so eine Alarmfunktion, die Ihnen im Prinzip ja genau diesen Mehrwert bringt, dass man halt hier gewisse Setups, gewisse Varianten auf vielen Titeln gleichzeitig überprüfen kann. Ja, das mal zu diesem Tool für diese Durchschnittswerte, die jetzt im Radarscreen angezeigt werden. Funktioniert natürlich genauso. Können wir auch mal kurz testen. Ja, Wochenbasis wird wahrscheinlich jetzt noch schwieriger. Gut, das sind einige Werte noch positiv. Klar, auf Wochenbasis fällt natürlich oder fallen die letzten Monate viel stärker ins Gewicht. Da waren ja alle Werte, sage ich mal, mit einem großen Aufwärtstrend. Bis Ende Januar kann man sagen, eigentlich soweit nach oben gelaufen. Deswegen hier die Vielzahl der Werte. Sozusagen mal Minutenbasis, arbeitet natürlich ein bisschen stärker. Ganz kleinen Moment. Hat sich doch ein bisschen bei Minutenbasis erst noch mal ein bisschen schwer getan. Deswegen bin ich noch mal schnell zurück auf die Tagesbasis. Ja, vielleicht eins, wenn man hier noch das Ganze danach sortieren möchte, müsste man hier noch eine Sortierspalte einfügen. Also ich könnte sagen, die Werte, die jetzt, wo alle Durchschnittstitel unterhalb des Schlusskurses liegen oder andersherum, der Schlusskurs über allen Durchschnittswerten, dann kann ich einen Sortierschlüssel vergeben. So kann man dann auch einzelnen Werten sortieren, was halt hier mit dieser Anordnung momentan vielleicht noch nicht so einfach der Fall ist. Sortierung selbst macht in der Form hier bei dem nächsten Wert Sinn. Da sehen wir nämlich, wie die Schwankung zugenommen hat. Und zwar ist das hier prozentual. Kann man auch vielleicht noch ein bisschen schöner darstellen, wenn ich hier auf Percentage gehe. Sehen wir 10% Zunahme der Schwankung heute bei ALXN. Wie ergibt sich das? In der Form haben wir irgendwo einen Durchschnittswert von Schwankungen und einen reellen, der heute entstanden ist. Und wenn wir den mal vergleichen, gut, sehen wir es hier. ALXN heute mit einer Riesenkerze. Klar, im Chart ist es leicht zu sehen. Im Radarscreen bringen natürlich die Informationen mir genau den Mehrwert. Der zweite Wert wäre jetzt ANDV, die auch hier eine starke Zunahme von Schwankungen aktuell aufzuweisen hat. Nicht ganz so groß wie bei dem ersten Titel, den wir jetzt gesehen hatten. ALXN,
braucht vielleicht noch einen kleinen Moment, bis der Chart geladen ist. Und ja, bei den anderen denke ich mal, ist es in der Form, ah nee, Prozent nicht Zunahme, sondern wie viel Schwankungen prozentual. Also insgesamt die Kerze, die heute zu sehen ist, ist eine 10-prozentige Schwankung im Vergleich zu dem Kurswert. Und hier einfach nochmal der heutige ATR und der durchschnittliche ATR. Also Sie sehen, der heutige ATR ist doppelt so groß wie der durchschnittliche. Und die Schwankung, die heute bei dem Wert aufgetreten ist, ist 10% gewesen, hängt damit zusammen bei, sagen wir es mal, ANDV. Bei ANDV, ja, sehen Sie auch hier durch den Docht und Lunte ist die Kerze natürlich etwas größer, als jetzt in den letzten Tagen der Fall ist. Hier fällt es aber jetzt nicht so stark auf, wie es bei dem anderen Wert ALXN der Fall ist. Der hat mit einem Riesengap eröffnet, was er geschlossen hat. Und vielleicht hier nochmal der Vergleich. Wir hatten 13 Dollar gesagt. Höchstkurs liegt bei 137,88. Tiefstkurs bei 124,31. Das sind genau diese 13 Dollar, 13 Dollar 57. Das, was wir auch schlussendlich dann im Radarscreen abgelesen haben. Und auch das, klar, funktioniert dann auch auf den verschiedenen Zeitebenen, dass im Prinzip natürlich auch hier im kurzfristigen Bereich sowas erkannt werden kann. Was war der Grund bei ALXN? Das hatte ich jetzt vorher noch nicht geprüft, aber hier vielleicht mal so ein kleiner Tipp für Sie. Das ist für mich immer noch die Webseite mit den besten Informationsquellen, wenn man jetzt von kostenlosen Webseiten spricht. Finviz.com, da sehen wir natürlich auch so ein paar grundlegende Informationen angefangen. Jetzt ist die, bringt sie eine Dividende, wann sind die Quartalszahlen? Das ist für mich eigentlich immer das Entscheidende. Wie waren die letzten Analysten-Ratings? Finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, aber hier sehen Sie alle Nachrichten zusammengesammelt, die heute für den Wert rausgekommen sind. Teilweise natürlich auch kostenlose Meldungen jetzt über Yahoo oder über andere Finanzseiten. Und hier war es heute ein positiver Test von dem neuen Medikament, was den Ausschlag gegeben hat. Wenn man hier mal auf MarketWatch schaut, kann man relativ schnell die Informationen bekommen, was war der Grund. Und wie gesagt, einfach mal merken, finviz.com für amerikanische Aktien, das ist noch die Einschränkung, können Sie hier wirklich auf einen Blick alle Informationen, die Sie für den Handel benötigen, relativ schnell abrufen. Also das ist ein großer Mehrwert. Finden Sie, wie gesagt, die Webseite, die Anwendung der Webseite auch auf YouTube, weil Finviz kann mehr als jetzt nur die Titel einzugeben. Das sollte man in der Form vielleicht auch einfach mal durchprobieren. Ist ja in den letzten Jahren eigentlich ein täglicher Begleiter des Handelns geworden, weil wir uns hier quasi auf amerikanische Aktien spezialisiert haben und Optionen darauf, wird der erste Blick bei jedem Wert, wo ein Signal irgendwo kommt, dann über Finviz erstmal in die Analyse gehen. Ja, das mal zu einem externen Tool, was man ja in der Form sicher auch ganz gut mit nutzen kann. Ansonsten waren wir jetzt beim ATR soweit, ja, denke ich mal, durch. Alarmfunktionen können wir ja auch einstellen. Ich kann auch hier sagen, wenn die Schwankung eine gewisse Größe annimmt oder über einen gewissen Bereich geht, kann ich das Ganze als Alarmfunktion mit darstellen. Und das Gleiche ist hier beim CCI. Das war die Frage vom letzten Mal. Kann man eine Selektion des CCIs auf mehreren Titeln, auf mehreren Werten, auf dem gesamten S&P 500 durchführen? Das ist natürlich kein Problem. Wir brauchen im Gegensatz zum Chart jetzt nicht die Grenzen 100 und minus 100. Das sind die Bereiche, wo man sagt, überkauft, überverkauft. Welche Werte sind denn in diesem Bereich? Das heißt, danach kann ich natürlich einfach so sortieren. Klar, wir werden hier irgendwo immer wieder auf die gleichen Titel stoßen. Und da sehen Sie, den einen Wert haben wir natürlich jetzt in der Form schon über unsere Durchschnittsberechnung, also über die Moving Averages bekommen, über den ATR. Ganz oben ist heute mit 183 der Titel ALXN. Wir sehen, der ist natürlich auch im Handel dann schon ein gutes Stück zurückgekommen. Meistens sind die Indikatoren natürlich nicht so schnell wie der Kurs. Hängt auch immer von der Länge ab. Die brauchen natürlich dann ein Stück weit, um dann auch nachzulaufen. Aber in dem Bereich, ja, wäre das so ein Wert? Ich weiß nicht,
wer mit dem Indikator arbeitet. Ich habe nochmal hier ein paar Sachen nachgelesen, was die Anwendung anbelangt. Und oft ist es so, wenn die 100 erreicht sind, wird das häufig als Einstiegssignal auf der Kaufseite vielleicht verwendet und bei minus 100 andersrum natürlich für Short-Signale. Das heißt, ALXN wäre jetzt vielleicht schon ein bisschen weit. Ein Gegenbeispiel wäre hier AMT mit 103, kurz überhalb dieser Grenze. Und hier können wir natürlich genauso, um das vielleicht nochmal zu zeigen, so eine Alarmfunktion einstellen. Gleiches Prinzip. Die Alarmfunktion audiovisuell. Die Inputs geben Ihnen nochmal genau die Grenzen. Also ab wann soll das Signal ausgelöst werden? Kann natürlich auch auf 80, 90 passieren. Die Durchschnitte, die hier noch verwendet werden. Und dann kann man das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt müssen wir kurz schauen. Das ist nochmal unser Alert ATS. Das passt. So. Kann natürlich auch sein, dass die Größen hier am Durchschnitt ja, definiert sind. Das können wir ganz schnell rausfinden. Das denke ich mal auch für diejenigen, die sich ein bisschen mit der Programmierung auskennen, ein schöner Faktor. Genauso ist es. Also er schaut hier nicht nach dem CCI-Wert insgesamt, sondern wenn der Durchschnitt, also CCI auf AVG, das ist der durchschnittliche CCI über eine gewisse Länge, dann unter diesem Bereich ist Oversold Zone oder Overbought Zone. Steht immer der Indikator da, der den Alarm ja irgendwo verursacht hat. Und jetzt schauen wir mal, der durchschnittliche haben wir hier 90 minus bei AIG. Ach nee, das. So, dann können wir die Grenzen mal ein Stück weit anpassen. Und wenn wir ja gerade bei der Programmierung sind, ansonsten kann man natürlich auch in diesem Bereich auch selber Anpassungen vornehmen. Man kann auch solche Sachen in andere, ja, kommende neue Programmierung irgendwo mit einbinden. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass Sie erstmal aus einer Fülle, aus einer Vielzahl von Standardindikatoren hier Dinge mit verwenden können, mit einbinden können. Und natürlich auch, das finde ich für den Anfang, wäre ja sich vorstellt, vielleicht mal mit einer Programmierung sich weiter auseinanderzusetzen. Erstmal überall den Quellcode einsehen. Die Easy Language, wie es der Name schon sagt, ist recht einfach. Das heißt, man kann hier auch sehr, sehr gut sich reinarbeiten. Und das Schöne, wie gesagt, ist eine weitere Funktion, dass Sie zu jedem Standardindikator, den Sie jetzt hier finden, gerade beim CCI sind, einfach hier den Button Definition anklicken können. Und dann in der Form dann auch ein Screenshot mit den ganzen Informationen sehen. Also im Prinzip alles, was irgendwo wichtig ist. Und ja, wir haben das in der Form auch so für Sie mit aufbereitet. Das heißt, wenn jetzt mal von uns ein Standardindikator kommt, dann wird es in der Form auch so sein, dass Sie hier so eine Übersicht bekommen. Ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, auch kurz im Video gezeigt. Also all die Indikatorensysteme. Strategien programmiere ich jetzt weniger, weil Optionshandelsstrategien eigentlich nicht viel bringen. Aber sonst hat man auch immer so eine Übersicht dazu. Logischerweise von uns dann auch auf Deutsch, dass man auch weiß, was macht der Indikator, was kann ich hier verändern, welche Einstellungen machen Sinn, was sind die Grundeinstellungen. Das sind ja immer so die wesentlichen Basic Facts, die man mit prüfen will. Ja, und jetzt kann man natürlich auch hergehen und sagen, ja, ich möchte jetzt nicht alle 5 Minuten hier irgendwo draufklicken, um die Werte angezeigt zu bekommen, sondern ich möchte hier eine automatische Sortierung. Da können Sie bis 4 verschiedene Spalten einfügen.
Da muss man natürlich drauf achten. Das hat TradeStation bei den Standardprogrammen nicht getan, dass man irgendwo auch ein binäres Sortiersystem jetzt irgendwo findet, dass man sagt, wenn mein Signal passt, also bleiben wir vielleicht nochmal bei unseren Durchschnitten von vorhin, wenn der Kurs jetzt wirklich unter allen vier Durchschnittslinien liegt, gebe ich dem Ganzen, na gut, es ist mehr als binär, aber gebe ich dem Ganzen eine 2. Wenn das über vier Durchschnitten liegt, gebe ich dem Ganzen eine 1, sonst kriegt es eine 0. Und genauso kann ich dann anhand solcher Sortierschlüssel auch vier verschiedene Spalten mit einbinden. Ich sage, es macht, das einfache Beispiel ist jetzt, wenn ich 10 Personen der Größe nach ordnen möchte, dann ist es, sage ich mal, selten so, dass die identisch auf den Millimeter gleich groß sind. Sondern es wird so sein, man ordnet die der Größe nach und damit ist die Sortierung ja durch. Weil was will ich dann für eine weitere Sortierung anschließen? Weil irgendwo ist ja jeder von der Größe unterschiedlich. Wenn ich aber jetzt sage, ich mache 1, alle über 1,80, die kriegen von mir den Sortierschlüssel 1 und alle unter 1,80 die 0, dann kann ich weitergehen. Dann kann ich sagen, alle, die über 50 Jahre sind, kriegen wieder eine 1, alle, die unter 0, 50 Jahre sind, die 0. Und so kann ich natürlich aus 1000 Werten mit so einem Sortierschlüssel auch genau vier, sag ich mal, passende Werte oben rausfiltern. Und da macht es natürlich dann richtig Spaß. Wenn Sie die alle hier automatisch eingebunden haben, und er geht halt immer wieder nach diesen Spalten vor und zeigt mir die ganz oben, dann ist es halt ja schlussendlich dann immer noch wichtig, auf welchem Zeithorizont macht man das. Wird sicherlich etwas stressig auf Minutenbasis, aber so im langfristigen Bereich, auf Tagesbasis, ist das natürlich eine Arbeitsweise, die Ihnen viele Dinge wirklich hier erleichtert. Und das sind genau die Dinge, die wir natürlich auch für Sie mit umsetzen können. Also so ein Sortierschlüssel irgendwo mit einzubinden, das ist in 5 Minuten mitgemacht. Das kann man selbst hier in so einem Webinar mal mit zeigen, dass man wirklich dann auch sich Stück für Stück hier mit rantastet, welche Möglichkeiten bestehen und wie kann ich das für mich selbst jetzt direkt mit einbinden. Da weiß ich, ist es natürlich für die meisten jetzt momentan schwierig, weil ich glaube, die wenigsten haben jetzt schon die TradeStation für Interactive Broker. Da kann ich nur noch mal den Hinweis geben, dass es natürlich keine Plattformgebühren gibt. Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Und dass Sie auch jederzeit zu Ihrem Broker wieder zurückwechseln können. Also, wenn Sie jetzt sagen, ja, gefällt mir doch nicht, ich bleibe bei Interactive Broker, kann man es auch jederzeit in der Kontoverwaltung einfach wieder zurückwechseln oder rein theoretisch auch zu CapTrader. Im Prinzip sind die ja alle bloß an Interactive Broker als Introducing Broker angebündelt. Aber da denke ich, macht es Sinn, für den Einzelfall, für den es von Interesse ist, dann einfach mal kurz zu sprechen, kurz zu telefonieren. Da, wie gesagt, am besten die Anfragen per E-Mail an info@tradevola.com. Dann kann meine Kollegin gern mal einen Zeitpunkt ausmachen, wo sie oder ich sie einmal anrufen und dann auch gegebenenfalls ein paar Dinge ja, gemeinsam mit durchgehen und wenn es ja die Auswahl der Kontoverwaltung ist, wo man sich vielleicht hier beim ein oder anderen Mal etwas schwer tut. Ja, machen wir noch mal kurz den Check. Also ADSK ist jetzt zum Beispiel der Wert, wo der Indikator CCI oder der Durchschnitt hier am stärksten ausgeschlagen hat. Hier sehen wir den Grund. Natürlich durch das müsste das Quartalszahlen-Gap hier gewesen sein, wo der große Sprung verursacht wurde. Und jetzt kann ich rein theoretisch im nächsten Moment auch über den Chart handeln. Oder ich gehe natürlich hier über die Matrix rein und bekomme den Wert dann hier angezeigt, wo ich meine Kauf- und Verkaufsorder ansetzen kann. Das wird natürlich hier bei den zeitverzögerten Daten in der Form nicht funktionieren. Es ist immer ganz, ganz wichtig, das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, dass man auch hier auf Realtime-Daten arbeitet. So, und ansonsten, wenn wir jetzt nochmal zurück in den Radarscreen gehen, wählen wir vielleicht noch ein letztes Tool aus. Gern auch, wenn Sie noch irgendeinen Vorschlag haben, können Sie das schreiben. Ansonsten schaue ich mal, was es noch Interessantes in diesem Bereich gibt. Ja, auch Candlestick-Formation ist ja auch so ein beliebtes Thema. Umkehrformationen oder
ja, selbst Kopf-Schulter-Formation oder die sogenannten W-Formationen, was auch immer, können Sie rein theoretisch auch auf 1000 Werten parallel rausfiltern. Ist immer die Frage, wie programmiert man es, wie setzt man es programmtechnisch um, ist in der Form aber hier auch mit machbar. Und alles, was Sie hier mit TV sehen, sind so einzelne Programmierungen, die wir mal durchgeführt haben, entweder auf Kundenwunsch oder natürlich, um unser ja, Optionshandel ein Stück weit auch mit zu vereinfachen, zu verbessern, Signale mit zu generieren. Und ansonsten alle anderen Dinge, die Sie hier sehen, sind Standard, ja, Indikatoren, die TradeStation mit zur Verfügung stellt. Und da werden Sie sicherlich ein paar kennen. Bei den anderen ist es einfach notwendig, hier über diese Selektion in die Definition reinzugehen, wo wir vorhin schon drin waren. Und da können Sie auch mal schauen. Ich meine, da gibt es schon den Überblick hier über diese Indikatoren. Da steht auch dann immer drin, in welchem Bereich das anwendbar ist. Manche bringen im Radarscreen gar nichts. Die sind natürlich dann nur für den Chart, sage ich mal, wichtig. Und die Auswahl, wie gesagt, hier komplett zu sehen, ist schon recht viel, was verfügbar ist. Wird bei den nächsten Updates auch noch einiges hinzukommen. Da, wie gesagt, der Optionshandel noch nicht vollumfänglich hier über TradeStation mit auswertbar oder verfügbar ist, werden da natürlich noch einige Tools kommen, die mit Sicherheit noch einen dementsprechenden Mehrwert bieten. Ja, Momentum, das ist, denke ich mal, noch so einer dieser Basisindikatoren. Ichimoku, klar, das bringt für ein Radarscreen jetzt auch nichts. Ja, Country, das war vorher, glaube ich, auch ein Tool, was in der Standard-Trade-Session gar nicht vorhanden war. Muss ich selber mal ganz kurz schauen. Ja, das, denke ich mal, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, ja, wie vorhin schon erwähnt, bei vielen Symbolen ist in der Form ja auch wichtig ist, ob man den richtigen Wert hat. Und manchmal ist es in der Form dann gar nicht schlecht, so ein Tool mit drin zu haben, um jetzt vielleicht nicht doch zufällig aus einem anderen Land den Wert zu bekommen. Man sieht es ja nicht immer, wenn man die komplette Symbolik anschaut, kann man es schon erkennen. Aber ich sag mal, wer jetzt vielleicht nur hier die Anfangssymbole hat, sieht nicht unbedingt, ist es jetzt der gelistete Wert aus Deutschland, aus Mexiko, was auch immer. Deswegen wäre das auf jeden Fall noch eine Empfehlung, wenn man im Radarscreen arbeitet und auf verschiedenen Listen und auf einer Mehrzahl von Werten, dann denke ich mal, ist das mit Sicherheit ein Tool, was man mit hinzunehmen sollte. Ja, die Fibonacci Retracements sind auch eher für den Chart geeignet. Von daher können wir schauen, Money Flow. Ja, das ist im Endeffekt eigentlich, glaube ich, auch nicht viel anders als der RSI. Müssen wir einfach mal im Chart uns anschauen. RSI ist ja schon mit drin gewesen. Müsste eigentlich eine, ja, eine Sache sein, die jetzt irgendwo auch auf in der Form dann auch auf Volumen basiert. Und hier wollen wir das auch mal einfügen. Insert Analysis Technik Money Flow. Naja, ist ein bisschen anders, sehe ich gerade, aber es ist natürlich ja in der Form schon ähnlich. Müsste man jetzt in die Programmierung reingehen. Wir haben erstmal hier 14, 14 sind zwei Durchschnitte. Hier haben wir nur beim RSI nur den Preis. Ich glaube, hier spielt wirklich das Volumen eine wesentliche Rolle, die sonst in der Form jetzt nicht berücksichtigt werden. Und hier können wir es ganz kurz Money Flow Length. Das ist eine Funktion. Summation. Ja gut, ich sage mal, die Programmierung bringt Ihnen jetzt vielleicht nicht so viel, macht in der Form dann eher Sinn, mal auf die Definition zu gehen. Eigentlich das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Money Flow Definition. Und zwar, wenn man so nicht
direkt hier anklicken können, können Sie auch jederzeit auf die Hilfe gehen und wir können den Money Flow auch eingeben. Da haben wir den Indikator und sehen hier die Erklärung, die Inputs und ja, alles, was in der Form hier dazu wichtig ist. Genau, Preis und Volumen spielen eine Rolle. Über eine gewisse Anzahl der Länge positive Money Flows calculated. Ja, also wenn die Werte steigen, wird im Endeffekt das Volumen mit akkumuliert. Wenn sie fallen, das Ganze abgezogen. So kommt man irgendwo dann auch zwischen diesen Werten 0 und 100. Können wir vielleicht beim nächsten Mal auch noch ein Stück weit detaillierter mit auswerten, weil heute sollte ja eigentlich das Thema eher erstmal so der Radarscreen sein, diese Vielzahl von Möglichkeiten, die man hier hat, und das, wie gesagt, jetzt nicht nur auf den Aktien, sondern ob das CFDs sind, ob das Währungen sind, ob das Futures sind, ist natürlich alles hier mit einbindbar, dementsprechend auch sortierbar. Den würde ich jetzt abspeichern und Sie können dann ja im nächsten Schritt sich erst einmal das Video anschauen und das vielleicht auch mal selber testen. Wäre das auch ganz wichtig, einen der Indikatoren, die jetzt nicht standardmäßig drin sind, mal testen will. Ich stelle den, wie gesagt, ganz kostenlos zur Verfügung. Schickt den natürlich nicht jetzt an alle einfach raus, sondern hier wäre es gut, wenn Sie eine kurze E-Mail an mich oder Frau Olthaus schreiben oder sich kurz über die Chat-Funktion melden. Dann kann ich Ihnen den Workspace und den Indikator zuschicken. Und das ist das Schöne, wenn man irgendwas hier zeigt, Sie können das eins zu eins dann auch zu Hause so aufbauen, innerhalb von zwei Klicks das implementieren. Und rein theoretisch, da werden wir auch beim nächsten Mal dazu kommen, auch Ihre verschiedenen PCs, wo Sie sich einloggen, natürlich überall die Einstellungen simultan immer halten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man hier sicherlich noch mit optimieren kann. Das sollen dann auch die Themen sein, die in den nächsten Webinaren mitkommen. Ansonsten wäre es das erstmal von meiner Seite für heute. Wenn jetzt noch Fragen sind, wir sind ja noch nicht ganz am Ende, würde ich Ihnen einfach die verbleibende Zeit zur Verfügung stellen, Ihre Fragen über die Chat-Funktion mir mitzuteilen, sonst auch gerne in Ruhe, wenn Sie sich vielleicht das Video noch einmal angeschaut haben per E-Mail. Und ja, sonst hoffe ich, dass wir uns vielleicht zum nächsten Termin dann am kommenden Montag war es ja, wie gesagt, am kommenden Montag noch einmal wiedersehen, wieder hören, besser gesagt. Da ist dann das Ganze etwas eher, das heißt 16 Uhr, wie erwähnt. Und dann ist der Mittwoch nochmal 20 Uhr. Also, da haben wir auch den Schlusshandel. Wir sind jetzt 7 Minuten vor Börsenende. Vielleicht auch mal Zeit, kurz drauf zu schauen, was hat denn der Markt heute überhaupt für eine Bewegung am Ende noch vollzogen. Mal ein paar Sachen raus. Ja, mit einem kleinen Minus zusammengeschlossen, aber die große Bewegung, wenn wir uns den S&P 500 heute anschauen, war nicht zu erkennen. Warten wir mal, wie die Woche morgen zu Ende geht. Wir haben ja morgen den monatlichen Verfallstag für Optionen. Das ist in der Regel immer ein ganz interessanter Moment, der eine wichtige Rolle spielt, wo auch im Aktienmarkt natürlich nochmal ein Stück weit Dinge bewegt werden und Volumen, sage ich mal, in den Markt kommt, weil ja, das der Termin ist, wo Optionen ausgeführt werden und natürlich da schon auch ein Stück weit ein Druck herrscht, gerade wenn die sich um die Streikpreise befinden. Deswegen, das ist immer ein ganz interessanter Termin, die jeweiligen monatlichen Verfallstage für die Optionen. Gibt ja dann auch die dreifachen Verfallstage. Ich weiß gar nicht, ob wir dann morgen nicht sogar den in der Form hier haben, aber da ich mich jetzt nur mit dem Optionshandel auseinandersetze, spielen die andere Seite jetzt oder die andere keine Rolle. Ja, das soweit für heute, für den Moment. Wie gesagt, gerne noch Ihre Fragen im Anschluss würde ich mit beantworten. Die Aufzeichnung würde ich an der Stelle erst einmal beenden. Das Ganze dann dementsprechend Ihnen ja, im YouTube mit zur Verfügung stellen und alles weitere dann gern
in einem persönlichen Gespräch oder per E-Mail. In dem Sinne, Ihnen noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.